Wenn du dich einmal in deinem Umfeld umschaust, dann wirst du auf der einen Seite Menschen sehen, die sehr erfolgreich geworden sind, und zwar in vielen Lebensbereichen. Dann gibt es andere Menschen, die eher weniger erfolgreich geworden sind. Die Frage, die ich mir gestellt habe, was genau macht diesen Unterschied aus? Und das, was ich in Hunderten oder Tausenden von Coaching-Gesprächen festgestellt habe, ist, dass der Feind im Kopf sitzt und der entscheidet darüber, ob du zu dieser und zu dieser Gruppe gehörst. Und das will ich dir in diesem Video heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern auch Coach-Mediator und arbeite seit über 10 Jahren auch im Bereich der Persönlichkeitsanalyse. Und dadurch konnte ich in viele Hunderte, viele Tausend Menschenleben hineinschauen. Und das, was ich festgestellt habe, ist, dass die Menschen sich nicht nur im Äußerlichen massiv unterscheiden, sondern vor allen Dingen im Denken. Und dort sitzt bei vielen der Feind im Kopf. Schauen wir hier mal in das Leben von Paul rein oder noch viel besser in sein Denken. Paul hat sich bestimmte Ziele gesetzt oder hat bestimmte Wünsche in seinem Leben. Er will beispielsweise sich ein noch größeres Auto oder ein neues Auto kaufen. Er will sich vielleicht in einer anderen Firma bewerben und noch mehr Geld verdienen. Oder er will sich selbstständig machen oder endlich seine Traumpartnerin ansprechen. In dem Moment aber, wo Paul darüber nachdenkt, wie er und ob er sich bei einer anderen Firma bewirbt, geht sofort der innere Dialog los. Der sogenannte Silent Speech, also das Denken, sagen wir umgangssprachlich. Und was hört jetzt Paul in dieser Situation? Er hört so leise Stimmen wie, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, du bist doch ein Versager, bei uns in der Familie war noch keiner Millionär, übrigens bist du zu hässlich, du bist zu groß, du bist zu klein, übrigens bist du ein Mann, du bist eine Frau, du bist ein Wessi, du bist ein Ossi, du bist ein Deutscher, du bist ein Ausländer. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir sehr schwierig nicht denken können. Das bedeutet, wir sind immer am Denken. Entweder weil von außen ein Impuls kommt, am besten, wenn wir uns vom Fernseher setzen und 90 Minuten beschallen lassen, dann müssen wir relativ wenig selbst denken, dann lernen wir gedacht. Oder wir sitzen auf der Couch und denken über unsere Zukunft, über unsere Gegenwart nach und zum Beispiel wie Paul, ob wir uns bewerben sollen und mehr Geld verlangen. Und diese Gedanken, diese Sätze, die du dir erzählst in deinem inneren Dialog, also das, was du tust, wenn du denkst, die kommen nicht einfach von außen durch Zufall her, wie der Wind herbeigeweht, sondern sie werden dir über Jahre und Jahrzehnte vorgelebt. Die hast du gehört von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Mitschülern, von deinen Nachbarn, von deinen Lebenspartnern und von Freunden. Und das alles ist abgespeichert in deinem inneren Archiv und wird abgerufen, wenn du zu den entsprechenden Themen dir Gedanken machst. Und das Besondere ist, dass wir uns teilweise Geschichten erzählen, wie das Leben da draußen ist, die wir selbst gar nicht erfahren haben. Das heißt, eine Bekannte von mir hat einmal gesagt, Zigeuner sind alle kriminell. Und da habe ich dann gefragt, ja, wie viele Zigeuner kennst du denn? Da meinte sie, keinen. Da habe ich sie dann gefragt, ja, wie kommst du denn dazu? Da meinte sie, ja, meine Urgroßoma, die hat damals 1920 jemanden kennengelernt, der im Nachbardorf ausgeraubt worden ist. Das bedeutet also, diese Bekannte hatte einen Glaubenssatz zu einer Personengruppe, die sie selbst nie erlebt hat, wo sie auch nie sicher sein kann, ob ihre Urgroßoma tatsächlich auch einer Wahrheit aufgesessen ist oder ob das auch eine Lüge war von einem Bekannten im Nachbarsdorf. Wir haben also nicht nur unsere eigenen Gedanken, mit denen wir kämpfen aus unseren eigenen Erfahrungen, sondern auch das, was wir von unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern übernommen haben. Und das spiegelt sich jeden Tag in deinem Kopf wieder. Das sind die Gedanken, die teilweise über deinen Erfolg entscheiden oder nicht. Und umgangssprachlich nennen wir das Tradition, also Überlieferung. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du dich auf die Suche machst, was du jeden Tag so zusammendenkst. Sind das tatsächlich deine Erfahrungen und Meinungen und Werte und Einstellungen oder sind das die übernommenen? Das ist die erste wichtige Aufgabe. Und die zweite wichtige Aufgabe ist, das eigene Denken ständig darauf zu überprüfen, ob das auch tatsächlich die Wahrheit ist, was ich dort zusammendenke. Also ist es zielführend, ist es ermutigend oder eben nicht. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass diese Reise nach innen und das Aufklären deines inneren Dialogs sich lohnt. Denn drei große Menschen in der Geschichte haben Folgendes gesagt. Walt Disney hat gesagt, alles, was du dir vorstellen kannst, Klammer auf, und du durch deine traditionellen Gedanken nicht wieder einengst oder für unmöglich erklärst, Klammer zu, das kannst du auch umsetzen. Zweitens hat Henry Ford gesagt, wenn du glaubst, dass du etwas nicht kannst, dann hast du recht. Wenn du aber glaubst, dass du etwas kannst, dann hast du auch recht. Und Jesus hat auch gesagt, wenn du einen großen Glauben, eine große Vorstellungskraft hast, Klammer auf, frei von Zweifeln und inneren Anfechtungen, Klammer zu, dann kannst du zu einem Berg sagen, hebe dich hinweg und setz dich dort drüber hin. Ja, und wenn du heute in die Landschaft guckst, in die Länder reinguckst, dann wirst du feststellen, dass der eine oder andere Baum schon regelmäßig versetzt wird.
Wenn du heute an die Staudämme guckst, wenn du heute an die Hochhäuser guckst, dann wirst du feststellen, dass tatsächlich Berge heute mit Bagger, mit Dynamit und großen Lastwagen auch umgesetzt werden können. Was bedeutet das als Fazit? Die Grundaussage sieht wie folgt aus. Alles, was du dir vorstellen kannst in deinem Kopf, also in dem Fall für Paul, ein größeres oder neues Auto kaufen, sich bei einer anderen Firma mit mehr Gehalt zu bewerben, sich selbstständig zu machen oder den nächsten Partner oder Kunden anzusprechen, all das ist möglich, wenn du dir das in deinem Kopf erstens vorstellen kannst und zweitens dein traditionelles Denken, geprägt aus der Vergangenheit, nicht Zweifel sieht. Und vielleicht wird dir jetzt klarer, weshalb es in deinem Umfeld die eine Gruppe gibt, derer, die erfolgreich sind, die in vielen Lebensbereichen von Erfolg zu Erfolg springen und andere, die einfach nicht weiterkommen, aber in der Regel jammern und klagen und diese Gedanken unreflektiert, unüberprüft aus der Vergangenheit weiterdenken. Die wichtigste Aufgabe also als Mensch ist, also du in deinem Leben auch, damit du erfolgreich wirst, du denen gehörst, die von Erfolg zu Erfolg in allen Lebensbereichen voranschreiten, ist es das Denken zu überprüfen. Alles in Frage zu stellen, was dir die Menschen aus der Vergangenheit übertragen haben, was dir heute Menschen aus den Medien sagen, all das zu überprüfen und auf ihren Wahrheitsgehalt tatsächlich zu überprüfen. Die sicherste Methode ist, die hört sich vielleicht ein wenig komisch an, dass du ab heute eine Entscheidung triffst, nämlich dass du ab heute nichts mehr glaubst, was du denkst. Das bedeutet, alles in Frage zu stellen und nur noch Gedanken hineinlassen, die du durch einen Virenfilter gelassen hast. So wie es auch dein Computer macht. Jede E-Mail, jede Datei, die du aufrufst, wird durch ein Virenprogramm geschützt, überprüft und erst zugelassen zur Bearbeitung, wenn sie frei ist. Und das brauchst du auch ab heute in deinem Denken und den Feind im Kopf in den Griff zu bekommen. Die gute Nachricht ist also, du kannst was verändern. Die schlechte Nachricht ist, das geht nicht über Nacht. Das dauert Tage, Wochen, Monate. Ja, und wenn du ein wenig älter schon bist, 30, 40, 50, dann hast du auch mehr im Archiv aufzuarbeiten. Die gute Nachricht ist aber, es gibt auch viele Menschen, die dich dabei unterstützen können. Und such dir diese Menschen ganz genau aus, die dich begleiten sollen, die dich fördern sollen, den Feind im Kopf zu bekommen. Dann sind die Menschen selbst infiziert und unreflektiert. Das heißt, sie lassen unkontrolliert ihre Gedanken rausschwappen in dein Leben, in dein Denken reinschwappen, dann trenn dich von denen. Zumindest sprich nicht mit denen über deine Pläne. Es macht also Sinn, sich einen Kreis aufzubauen von Menschen, die mit dir gemeinsam in die Zukunft gehen, sich selbst überarbeiten, ihren Glauben stärken und die inneren Infektionen und Limitationen beseitigen. Das kann eine Gruppe von Gleichgesinnten sein, als Art Intervision, das kann aber auch eine Art Mastermind sein. Du kannst natürlich aber auch Vorbilder, Mentoren und Coaches in deinem Leben suchen, die dich begleiten, diesen Prozess noch schneller zu gehen. Du kannst aber auch mit einem professionellen Coach diese inneren Dialoge auch auswechseln. Zum Beispiel einfach das Plakat aus der Hand nehmen, das bisher geschrieben ist, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du bist zu klein, zu groß und aus wie ein Bessie. Und du gibst diesen inneren Dialog sprechenden ein neues Plakat in die Hand, wo drauf steht, du schaffst das. Wenn du bereit bist, den Preis zu bezahlen, wirst du auch alles, was du dir vorstellen kannst, erreichen. Und diese Arbeit geht natürlich am besten mit jemandem, der dafür ausgebildet wurde. Und ausgebildet dafür sind in der Regel gute Coaches. Ich lade dich ein, nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken, den Kanal zu abonnieren und uns gerne weiter zu empfehlen, sondern jetzt auch Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch, um deinen Feind im Kopf in den Griff zu bekommen. Denn dann wird das möglich, was du dir vorstellst. Dein Daniel Schäfer.